Es geht um Studien und Statistiken. Und was ich heute machen möchte, ist einmal eine grobe Einleitung in ein paar Begrifflichkeiten, vor allem den Begriff Risiko. Das ist ja ein Risiko, der, wenn es um Strahlenschutz geht, sehr häufig auftaucht. Und da gibt es unterschiedliche, sagen wir mal, Qualitäten von Risikobeschreibung. Die würde ich kurz vorstellen. Ich werde dann was allgemein über Risiken von Strahlung erzählen und warum da bessere Studien zu geben muss, weil die Studien, auf die wir uns aktuell beziehen, eben Probleme haben. Und dann werde ich am Schluss, wenn Zeit ist, noch ein paar Studien vorstellen, die aus meiner Sicht relativ gut sind. Aber wir fangen an mit den zentralen Fragestellungen. Was bedeutet eigentlich Risiko? Wie lassen sich Risiken für größere Bevölkerung eigentlich errechnen? Welche Risikokoeffizienten gibt es da? Und wie ist die neueste Datenlage? Wir fangen an mit dem Begriff Risiko. Was bedeutet das eigentlich? Ich habe hier zwei Würfel gezeigt. Klar, das kennt jeder. Das Risiko, auf einem Würfel eine 6 zu würfeln, ist 1/6, wenn man den Würfel denn oft genug würfelt. Daran sieht man schon, Risiko kann man nicht mit Einzelfällen oder ein paar wenigen Fällen berechnen, sondern man braucht viele Wiederholungen, um an die Realität, das reelle Risiko, dranzukommen. Die Definition von Risiko ist die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten eines bestimmten Ereignisses während eines definierten Zeitraums. Also das Risiko, eine 6 zu würfeln, müsste eigentlich 1/6 sein bei einem normalen Würfel. Es gibt aber auch ein relatives Risiko, also das Verhältnis zwischen dem Risiko für ein Ereignis und das Risiko für ein anderes Ereignis. Und da helfen uns die Würfel jetzt schon nicht mehr so weiter. Aber ein gutes Beispiel ist zum Beispiel, was ist das Risiko, mit einem Medikament Fieber zu entwickeln versus dem Risiko, mit dem anderen Medikament Fieber zu entwickeln oder vielleicht ganz ohne Medikament. Und so testen wir in der Medizin die Wirkungsweise von Medikamenten, aber auch die Gefährlichkeit von gewissen Stoffen, wenn wir Risiken miteinander vergleichen. Ich habe jetzt hier mal ein Beispiel. Da sieht man zwei Spalten oder zwei Grafiken, eine blaue, eine rote. Die blaue, da ist steht eine 0,25 drauf. Da ist jetzt die rhetorische Frage, wie hoch ist das Risiko in der blauen Gruppe? Ja, 0,25 oder 25%. Das heißt, man kann sagen, ein Viertel dieser Patienten zum Beispiel wird ein gewisses Ereignis haben. Also könnte zum Beispiel sein, wie viel Prozent der Menschen erkranken an Krebs. Es ist tatsächlich auch für Deutschland die Durchschnittsstatistik, ungefähr ein Viertel aller Menschen in Deutschland erkranken im Laufe ihres Lebens an Krebs. Also kann man sagen, das Risiko an Krebs zu erkranken in Deutschland im Laufe eines Lebens ist ungefähr 0,25 oder 25%. Und das Risiko der roten Gruppe ist dementsprechend 0,34 oder 34%. Jetzt kommt es auf das relative Risiko an. Wie hoch ist denn das relative Risiko der roten zur blauen Gruppe? Und das muss man halt eben wissen. Man teilt sozusagen das Risiko der roten durch das Risiko der blauen Gruppe. Und dann kann man sagen, das ist 1,36 oder 136%. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die rote Gruppe im Vergleich zur blauen Gruppe ein Risiko von über 1 hat. 1 ist ja sozusagen gleich. Also wenn beide 0,25 wären, dann wäre das relative Risiko 100% oder 1. Wenn das mehr ist, dann hat man eben diese Zahl über 1. Das wird dann wichtig, wenn wir jetzt zu anderen Zahlen kommen. Also hier ist nochmal 0,25 und 0,6 verglichen. Das Risiko in der blauen Gruppe weiterhin 0,25 oder 25%. Das Risiko in der roten Gruppe entsprechend 60%. Und das relative Risiko 0,6 durch 0,25 ist dann 2,4 oder 240%. Das sind Zahlen, die sieht man relativ oft in der Medizinstatistik. Dann wird gesagt, das Risiko an Krebs zu erkranken, wenn man ausgeliefert ist irgendeiner Noxe, irgendeinem giftigen Stoff, ist 240 mal höher oder 240% höher. Und da muss man genau wissen, was damit gemeint ist. Damit ist natürlich nicht gemeint, dass es 240 mal höher ist. Aber es ist 2,4 mal höher oder 240% höher. Und das ist eine sehr wichtige Unterscheidung, weil damit mit dieser Statistik sehr viel Schindluder geschrieben wird. Und da komme ich gleich drauf, was das
in echten Studien für einen Unterschied macht, welche Zahl man da tatsächlich nimmt und wie das dann auch auf Leute wirkt. Aber das ist erstmal wichtig. Das Risiko ist relativ einfach zu verstehen. Und das relative Risiko ist tatsächlich ein Risiko geteilt durch das andere Risiko. Und da kriegt man eine Zahl, die je nachdem, wie die Risiken sich unterscheiden, eben über 1 liegt oder unter 1. Über 1 heißt, das Risiko ist höher, unter 1 heißt, das Risiko ist niedriger. So, dann gibt es noch zwei Definitionen, die wichtig sind in der Medizinstatistik. Das eine ist das absolute zusätzliche Risiko oder excess absolute risk, die Differenz zwischen dem Risiko zweier Gruppen. Und das andere ist das relative zusätzliche Risiko oder excess relative risk. Das ist das Verhältnis des Risikos in einer Gruppe zum Risiko in der anderen Gruppe. Hört sich kompliziert an. Wir nehmen wieder unsere zwei Spalten hier, und dann ist es, glaube ich, ein bisschen verständlicher. Das zusätzliche absolute Risiko zwischen der roten und der blauen Gruppe ist einfach die Differenz. 0,34 minus 0,25 heißt 0,09. Das ist das zusätzliche absolute Risiko, 0,09 mehr in der roten Gruppe als in der blauen oder 9% mehr. Das zusätzliche relative Risiko, da muss man jetzt das Grundrisiko nehmen. Das Grundrisiko, hatten wir gesagt, ist 0,25. Das bedeutet, wir nehmen diese 0,09 und teilen die nochmal durch 0,25. Beziehungsweise teilen die 0,25 durch die 0,09. Und dann sehen wir, das sind 0,36 oder 36%. Das heißt, die Differenz zwischen Rot und Blau entspricht 36% des anfänglichen Risikos. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Aussage, weil es unterscheidet sich natürlich je nachdem, wie groß das Anfangsrisiko ist. Hat man ein Ereignis, was sehr, 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 sehr selten ist, dann ist natürlich eine Veränderung dieses Risikos anders zu bewerten, als wenn man ein Ereignis hat, was sehr häufig ist. Also ein Beispiel. Wenn ich jetzt frage, wie hoch ist das Risiko, dass es regnet, dann ist das Risiko da und es wird aber jetzt auch nicht als so außergewöhnlich wahrgenommen, wenn mal ein paar Tage das Risiko etwas höher ist oder es mehr regnet. Wenn ich aber darüber spreche, was das Risiko eines Atomunfalls ist, dann muss man sagen, ist das so selten, dieses Ereignis, dass eine kleine Änderung in der Häufigkeit bereits sehr signifikante Veränderungen macht. Und deswegen ist es auch wichtig, wenn man über das spricht, sich vor Augen zu führen, was diese unterschiedlichen Werte mit einem machen. Also beispielsweise das zusätzliche absolute Risiko von 9% wirkt nicht so schlimm wie das zusätzliche relative Risiko von 36%. Das hört sich einfach mehr an. Wenn ich sage, das zusätzliche relative Risiko ist 36%, dann denkt man, oh, das ist ja wirklich viel. 9% hört sich jetzt nicht so viel an. Und das ist halt wichtig, dass man weiß, beides ist eine reelle Beschreibung dieses Zustandes, beides ist korrekt, aber es kann unterschiedlich ausgedrückt werden. Hier nochmal das Beispiel mit den zwei anderen Zahlen, 0,25 und 0,6. Hier ist natürlich das zusätzliche absolute Risiko 0,6 minus 0,25, also 0,35 oder 35%. Und das zusätzliche relative Risiko ist extrem hoch, weil diese 0,35 geteilt durch 0,25 über 1 ist. Das heißt, das zusätzliche Risiko ist das ursprüngliche Risiko. Und so kommen solche Zahlen zustande, wo man sagt, das ist ein Risiko von über 100% mehr. Das heißt, das Risiko, beispielsweise nach einer Exposition mit irgendeinem Stoff zu erkranken, ist um so viel mehr höher als das Anfangsrisiko, dass es mehr Leute gibt, die durch diese zusätzliche Noxe beispielsweise erkranken, als es vorher gab ohne diese Noxe. Und das ist eine außergewöhnliche Erkenntnis, die wir in der Natur normalerweise so in der extremen Form nicht sehen würden. Kommen wir später nochmal drauf, weil diese Zahlen, die beruhen tatsächlich auf eine echte Studie. So, also das war jetzt der dröge Anfangsteil. Ich finde es aber wichtig, dass man sich das einmal vor Augen führt, weil wir diese Begrifflichkeiten jetzt benötigen. Eigentlich soll es ja hier darum gehen, Strahlenrisiken quantifizieren zu können, also sagen zu können, wie hoch, wie ausgeprägt sind Risiken von ionisierender Strahlung. Und da
wird immer ein Beispiel genannt in der Literatur, was sozusagen die Grundlagen gelegt hat für den modernen Strahlenschutz und auch für die Theorien, wie schädlich ionisierende Strahlung ist. Und das sind die nuklearen Zerstörungen von Hiroshima und Nagasaki. In Hiroshima und Nagasaki wurden durch das US-Militär und die japanische Regierung nach dem Krieg eine Langzeitstudie initiiert der Überlebenden, die sogenannte Lifespan Study oder LSS. Da wurden die Überlebenden in Hiroshima und Nagasaki eingeschlossen und ein Leben lang, also bis heute teilweise, untersucht, regelmäßig medizinisch untersucht, um festzustellen, wie sich das Risiko beispielsweise an Krebs oder anderen Erkrankungen im Vergleich zur Normalbevölkerung unterscheidet. Und diese Studie wird immer herangezogen, wenn es um Strahlenrisiken geht. Und das ist ein großes Problem. Denn diese Studie, die ist nicht gut. Und ich werde jetzt mal vier Gründe nennen, warum sie nicht gut ist und warum wir als PNW ein Problem damit haben, dass diese Studie immer als Grundlage herangezogen wird. Also diese Risikofaktoren, die sich daraus berechnen, aus dieser Lifespan Study, die eignen sich eben nicht, um die Folgen niedrig dosierter ionisierender Strahlung adäquat darzulegen. Zum einen hat man damals Folgendes gemacht. Man hat die Bevölkerung in den Städten genommen, hier zum Beispiel Hiroshima, und hat deren gesundheitliche Entwicklung im Verhältnis zu einer Referenzgruppe untersucht. Und die Referenzgruppe, und das weiß man, wenn man mit Studien viel zu tun hat, ist ja immer ganz wichtig, mit was für einer Referenzgruppe man Daten vergleicht. Vergleicht man jetzt Raucher mit Bergarbeitern, dann muss man sagen, beide haben ja unabhängig voneinander Risiken. Und wenn man das miteinander vergleicht, dann kann man weder das Risiko der Bergarbeit noch das Risiko des Rauchens gut darstellen, weil man zwei Risiken miteinander aufwiegt. Und das Gleiche ist hier passiert. Man hat tatsächlich als Referenzgruppe die Bevölkerung im Umland Hiroshima genommen. Weil man gesagt hat, naja, nur die Menschen in Hiroshima waren Radioaktivität ausgesetzt, die im Umland nicht. Und die nehmen wir jetzt als Referenzgruppe. Wenn man jetzt aber diese Karte sieht, hier auf der rechten Seite aus der Studie von Takada von 1983, der mal wirklich dargestellt hat, wo die Radioaktivität runterkam, dann stellt man fest, es war nicht nur in der Stadt selber und im Hypozentrum, sondern es gab radioaktiven Niederschlag. Ähnlich wie bei Tschernobyl oder Fukushima auch. Es gab schweren und leichten Regen, gerade im Norden der Stadt, Hiroshima, nördlich und westlich des Hypozenters. Und die Menschen, die dort leben, sind natürlich auch erhöhter Radioaktivität ausgesetzt worden und eignen sich daher nicht als Referenzgruppe. Denn auch sie haben ja eine erhöhte Rate an Krankheiten durch ionisierende Strahlung. Und das alleine führte zu einer systematischen Unterschätzung der strahlenbedingten gesundheitlichen Risiken, wie Watanabe und seine Forschungsgruppe 2009 in einem sehr guten Studie darstellen konnte. Denn die Referenzgruppe war so gewählt, dass die ebenfalls erhöhte Strahlenwerte hatte, ebenfalls erhöhte Krebserkrankungen und dementsprechend die Erhöhung der Krebserkrankung in der Stadt der Menschen völlig unterschätzt wurde. Außerdem kommt dazu, dass die kurzzeitige Aussetzung mit hochenergetischen Gammastrahlen zum Teil weniger gesundheitsschädlich sein kann, als wenn ein Mensch kontinuierlich über lange Zeit mit Alpha- und Beta-Strahlen von innen verstrahlt wird. Und das ist eben der Unterschied zwischen der akuten Exposition durch beispielsweise eine Atombombe und der Langzeitexposition durch verstrahlte Nahrung, verstrahltes Wasser, verstrahlte Luft. Und die amerikanischen Forscher haben nach Hiroshima und Nagasaki das Postulat aufgestellt, dass Niedrigstrahlung, also die Strahlung, die beispielsweise auf den Feldfrüchten oder im Trinkwasser war, weniger sein muss als die hohe Strahlung durch die Atombombe. Und haben wissenschaftlich nie begründet. Haben aber gesagt, wir halbieren einfach die Strahlung, die Niedrigstrahlung, durch zwei, weil wir davon ausgehen, sie kann nicht so schädlich sein. Und haben das ein DDREF, ein Dose Reduction Factor genannt. Und mit diesem Faktor haben sie jahrelang, jahrzehntelang die Wirkung von ionisierender Niedrigstrahlung
runtergerechnet. Sie haben immer gesagt, wir nehmen jetzt die Effekte und teilen das durch zwei, weil wir davon ausgehen, so schädlich kann das Ganze nicht sein. Und mittlerweile hat selbst die WHO in ihrem Statement von 2013, also zwei Jahre nach der Atomkatastrophe in Fukushima, anerkannt, dass dieser DDREF, dieser Reduktionsfaktor um 2, nicht akzeptabel ist. Dass es keinen Reduktionsfaktor gibt, dass Strahlung schädlich, gleich schädlich ist, ob sie hoch oder niedrig intensiv ist. Die Strahlung schädigt Gewebe auf unterschiedliche Art und Weise. Und es macht überhaupt keinen Sinn, Niedrigstrahlung einfach durch die Bank um einen Faktor von 2 zu teilen. Und seitdem wird dieser Dosisreduktionsfaktor dementsprechend auch nicht mehr genutzt. Aber man findet ihn noch in vielen alten Studien, man findet ihn noch in vielen alten Statements und muss immer aufpassen, dass er nicht benutzt wird, weil er sonst das Risiko ja halbiert. Ein weiterer Faktor, der die Daten von Hiroshima und Nagasaki eben unbrauchbar macht für eine Berechnung der Folgen von ionisierender Niedrigstrahlung, ist, dass die Sammlung von Daten erst 5 Jahre nach den Bombardierungen begann, nämlich im Jahr 1950. Das bedeutet, dass alle Menschen, die in den ersten 5 Jahren verstorben sind oder auch die Städte verlassen haben, ganz weggezogen sind, inkognito gegangen sind, das Land verlassen haben, irgendwo anders untergetaucht sind, gar nicht in diesen Daten vorkommen. Und was vor allem sehr schwer wiegt, ist die große Zahl an Kindern, die in diesen ersten 5 Jahren verstorben sind, beispielsweise an akuten Leukämien, die in den Studien, in diesen Lifespan-Studies gar nicht vorkommen. Es wird so getan, als gäbe es die vielen Todesfälle in den ersten 5 Jahren nicht, die auch durch Niedrigstrahlung ausgelöst worden sind. Was hinzukommt, ist, dass viele befragte Angaben in den Fragebögen, die ihnen ausgeteilt wurden, falsche Angaben gemacht zu haben, um Diskriminierung zu entgehen. Das heißt, viele Menschen, die tatsächlich Strahlung ausgesetzt waren, haben angegeben, dass sie keiner Strahlung ausgesetzt waren, weil sie Angst hatten, wenn sie sagen, sie wurden verstrahlt, kriegen sie keine Frau zum Heiraten oder keinen Mann zum Heiraten oder keinen Job. Sie werden von der Gesellschaft ausgesetzt. Und das war tatsächlich die Realität in den 50er, 60er, 70er Jahren in Japan, dass die Hibakusha, also die Überlebenden der Atombombenabwürfe, diskriminiert wurden, das auch teilweise bis heute noch werden, weil man eben Sorge hat, dass sie nicht die Strahlung in irgendeiner Art und Weise für die Gesellschaft gefährlich sind, selber strahlen oder eben ein erhöhtes Krebsrisiko haben, was ja auch leider der Realität entspricht. Und dann kommt noch dazu, dass die Menschen, die die Atombombenabwürfe überlebt haben, eigentlich, wenn man so will, eine vorselektierte Gruppe darstellt an besonders resilienten Menschen. Das waren eben nicht Menschen, die ein schwaches Immunsystem hatten oder Menschen, die in irgendeiner Art und anderen Art und Weise krank waren und anfällig für Krebserkrankungen, weil die sind sehr, sehr früh gestorben. Die Menschen, die teilgenommen haben, die bis 1950 überlebt haben, waren Menschen, von denen man ausgehen muss, dass sie an sich schon eine gewisse Resilienz, eine gewisse Widerstandskraft gegen Strahlung haben. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Und Alice Stewart und George Neal haben 2000 eine Studie herausgegeben im International Journal of Epidemiology, wo sie versucht haben abzuschätzen, um wie viel diese zusätzliche Unterschätzung des Strahlenrisikos reduziert. Und sie kommen auf 30% Fehlerquote. Also sie sagen, das Strahlenrisiko wird um 30% unterschätzt, weil die Menschen, die in diese Studie eingeschlossen wurden, eigentlich eine vorselektionierte Bevölkerung darstellen. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, dass die Hiroshima-Nagasaki-Studien eben diese Fehler haben, weil das hilft zu verstehen, wie wir heute über Strahlung und Strahlenrisiken reden. Wir sind nämlich in einer Zeit, wo eigentlich in den letzten 20 Jahren sich unheimlich viel getan hat, wo sehr viel dazugelernt wurde und wo wir mittlerweile von ganz anderen Voraussetzungen angeht, was die Berechnung von Strahlenrisiko angeht. Und ein sehr, sehr wichtiger, ein sehr großer Schritt war die Veröffentlichung des Bayer-7-Reports. Bayer-7 ist ein Komitee für biologische Folgen von ionisierender Strahlung, also Biologic Effects of Ionizing Radiation, BEIR. Haben über viele, viele Jahre mehrere Berichte herausgegeben. Das ist jetzt der 7. Bericht.
die sitzen in den USA, sind Teil der Nationalen Wissenschaftlichen Akademie. Und was die gemacht haben, ist eigentlich relativ einfach, aber auch gleichzeitig revolutionär. Sie haben sich nämlich angeguckt, eine große Anzahl von Menschen, die beruflich bedingt oder gesundheitlich bedingt Niedrigstrahlung ausgesetzt wurden. Und was sie gemacht haben, ist, sie haben sich die epidemiologische Daten angeschaut, also die Krankenakten, wenn man so will, und haben sich die Zahl der betroffenen Menschen angeschaut, die effektive Dosis, die diesen Menschen ausgesetzt waren, in Sievert, und haben eine Einheit kreiert, die sich Personen-Sievert nennt. Also sie haben gesagt, wir nehmen die Anzahl der Personen, wir nehmen die individuelle Dosis, wir multiplizieren das und dann können wir sagen, wie viel Dosis eine Impfung bekommt. Und der DDRF, das haben wir vorhin schon drüber gesprochen, diesen Dosisreduktionsfaktor, der ist ja mittlerweile überholt, kommt aber immer noch in diesem BR7-Report vor, weil der BR7-Report eben vor 2013 veröffentlicht wurde, sodass man aufpassen muss, dass man den immer rausrechnet. Weil die WHO mittlerweile sagt, der DDRF müsste eigentlich 1 sein, Faktor von 1 heißt also, es gibt keinen Faktor. Die Zahl bleibt so, wie sie ist, egal was für eine Form von Strahlung es war. Und was jetzt BE7 gemacht hat, ist, sie haben die Rohdaten von Krebserkrankungen tatsächlicher Patientinnen genommen, die eine erhöhte Strahlenexposition hatten. Und zwar haben sie 100.000 Männer und 100.000 Frauen angeschaut, mit einer zusätzlichen Strahlenexposition von im Schnitt 100 Millisievert oder 0,1 Sievert. Also eine enorm große Masse an Daten, an echten Krankheitsdaten. Und das ist jetzt eine Tabelle aus diesem sehr, sehr langen Bericht. Die wirkt jetzt sehr unübersichtlich. Ich kann einfach mal versuchen, die Aufmerksamkeit auf 2 Zahlen zu lenken. Das ist einmal, man sieht das hier, unten links steht All Solid Cancer, also alle Krebserkrankungen, alle Nicht-Leukämie-Krebserkrankungen. Die Leukämien sind nochmal gesondert, aber alle Leberkrebs, Lungenkrebs, Brustkrebs, Prostatakrebs und andere feste, solide Krebserkrankungen. Und dann sieht man hier Combined and Adjusted by DDRF. Das heißt, die haben diesen Dosisreduktionsfaktor noch genommen und haben gesagt, der Dosisreduktionsfaktor, wir teilen das Ganze, die haben es, glaube ich, durch 1,5 geteilt, nicht mehr durch 2,0, aber es ist immer noch eine Unterschätzung. Und sie sagen, bei 100.000 Menschen, die 100 Millisievert ausgesetzt sind, habe ich 970 zusätzliche Krebserkrankungen. Mit einer Schwankungsbreite irgendwo zwischen 490 und 1920, irgendwo dazwischen liegt im Mittelwert 970. Das ist für Männer und das gleiche für Frauen, die haben ein erhöhtes Risiko, eine Zahl irgendwo zwischen 740 und 2690, also im Schnitt 1410 zusätzliche Krebserkrankungen pro 100.000 Menschen bei einer durchschnittlichen Exposition mit 100 Millisievert. Ja, das ist dieser BR7-Bericht von 2006. So, was kann man jetzt mit diesen Zahlen machen? Das ist das Spannende. Ich habe es hier nochmal geschrieben, 970 zusätzliche Krebsfälle pro 100.000 Männer bei 0,1 Sievert, 1410 bei 100.000 Frauen mit 0,1 Sievert. Und das bedeutet, eine Anzahl von Personen-Sievert, 970 Fälle pro 10.000 Personen-Sievert, 100.000 Männer mal 0,1 Sievert sind 10.000 Personen-Sievert. Also hat man ein Risiko von 0,097 zusätzliche Krebsfälle pro einem Personen-Sievert. Und das ist eigentlich das Revolutionäre, das obere für die Männer, das untere für die Frauen wieder, dass man jetzt sagen kann, wenn ich eine Bevölkerung habe, die einer gewissen Strahlung ausgesetzt ist und ich weiß die Größe der Bevölkerung und ich weiß die durchschnittliche Exposition, dann kann ich daraus statistisch, epidemiologisch die zusätzlichen Krebsfälle berechnen. Und mit zusätzlichen Krebsfällen ist wirklich gemeint, in einer Bevölkerung, ich sage jetzt mal, von 100 Deutschen hätten 25%, also 25 deutsche Menschen im Laufe ihres Lebens eine Krebserkrankung. Habe ich jetzt 9 zusätzliche Fälle über das Leben verteilt, dann wären das nicht mehr 25, sondern 34. Also 34 Menschen, die zusätzlich Krebs entwickeln.
Das ist mit zusätzlichen Krebserkrankungen gemeint. Krebserkrankungen, die ohne diese Strahlenexposition nicht aufgetaucht werden. Und natürlich kann man das jetzt auch nochmal um diesen obsoleten Dosisreduktionsfaktor von 1,5 korrigieren, also die 0,097 und die 0,141, jeweils nochmal mit 1,5 multiplizieren, dann ist dieser Dosisreduktionsfaktor auch wieder rausgerechnet und dann kann man das geschlechterneutral den Durchschnitt davon nehmen und kommt dann auf diese Zahl, die ganz wichtig ist, weil die beschreibt in einer Bevölkerung durchschnittlich die Erhöhung der Krebsfälle pro Personensievert. 0,1785 zusätzliche Krebsfälle pro Personensievert mit einem Konfidenzintervall irgendwo zwischen 0,09 und 0,35. Immer auf eine Bevölkerung von 100.000 gerechnet wurde. Und das ist tatsächlich hier diese Grafik, die wir vorhin gesehen hatten, diese Zahlen. Ich gehe noch einmal zurück, damit man das sieht. 0,1785 habe ich jetzt mal auf 0,18 hochgerundet. 0,18 der durchschnittliche Wert, 0,09 die untere Grenze, 0,35 die obere Grenze. 0,25 ist das Durchschnittskrebsrisiko in der Bevölkerung. Das heißt, BE7 sagt, wo liegt irgendwo zwischen 0,09 und 0,35. Im Schnitt liegt es bei 0,18. Hier nochmal das Gleiche, nicht für die Krebsinzidenz, also die Anzahl von Krebserkrankungen, sondern diesmal für die zusätzliche Krebsmortalität, also wie viele Menschen sterben tatsächlich durch Krebs. Und da ist die niedrigste Schätzung 305 zusätzliche Krebsfälle pro 10.000 Personensievert, also 0,03 ungefähr, mit dem Reduktionsfaktor 0,05. Die durchschnittliche Schätzung 610 zusätzliche Todesfälle pro 10.000 Personensievert, also immer wieder 100.000 Menschen mit 0,1 Sievert Exposition. Mit dem Korrekturfaktor liegen wir bei 0,09 und die höchste Schätzung liegt bei 0,19. Also man kann sagen, die Inzidenz, die Anzahl von Krebserkrankungen war bei 0,18, die Mortalität ist bei 0,09. Man kann dass die Hälfte aller zusätzlichen Krebsfälle dann auch versterben. Und jetzt kann man das in pragmatische Rechengrößen umrechnen und sagen, okay, pro Person Sievert rechnen wir mit 0,2 zusätzlichen Krebsfällen in der Bevölkerung von 100.000 Menschen. Beziehungsweise 0,1 zusätzlichen Krebstodesfällen. Und das sind eigentlich die Zahlen, mit denen wir heutzutage rechnen, die international durch alle Kreise anerkannt sind. Wir in der IPPNW können damit rechnen, die internationalen Strahlenschutzorganisationen können damit rechnen, die WHO, die Internationale Atomenergiebehörde, die Atomindustrie. Für alle gelten diese Rechnungen. Obwohl wir eigentlich wissen, dass neuere Studien eher die doppelte Menge an Krebs- und Krebstodesfälle zeigen, also 0,4 zusätzliche Krebsfälle pro Person Sievert beziehungsweise 0,2 Krebstodesfälle. Aber noch einmal, diese BER7-Berichtzahlen, das ist der kleinste gemeinsame Nenner zwischen Befürwortern und Gegnern der Atomenergie und auf das kann man sich einigen und damit kann man rechnen. Auch wenn wir sehen in der IPPNW und in den Studien, die wir so analysieren, dass der Faktor wahrscheinlich sogar noch höher ist, also das Risiko noch höher ist. Das war jetzt relativ viel zu verdauen erst einmal. Ja, aber im Endeffekt kommt es auf diese Grafik an. Und das ist das Linear No Threshold Modell. Das lineare Modell der Krebsentstehung durch ionisierende Strahlung ohne einen Schwellenwert. Ihr seht jetzt hier, die grünen Strich, das ist die natürliche Krebsentstehung durch ionisierende Strahlung, also beziehungsweise überhaupt Krebs. Das ist, war jetzt in der deutschen Bevölkerung zum Beispiel 0,25, in anderen Ländern ist es höher, in Japan ist es fast jeder Zweite, der eine Krebserkrankung im Laufe seines Lebens entwickelt, was sicherlich auch damit zu tun hat, dass die Japaner noch ein bisschen länger leben als wir und noch mehr Diagnostik machen, um Krebserkrankungen auch frühzeitig zu erkennen. Aber es gibt in jedem Land sozusagen eine natürliche Hintergrundzahl von Krebserkrankungen. Und man kann sagen, dass mit der Strahlendosis hier auf der X-Achse, der Radiation Dose, unabhängig davon, wie niedrig die Strahlendosis ist,
mit zunehmender Strahlendosis, mit zunehmender Exposition die Krebsrate steigt. Es gibt also keine noch so niedrige zusätzliche Strahlendosis, die nicht zu mehr Krebsfällen führt. Und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Man kann nicht sagen, naja, was ich, 3 Millisievert im Jahr ist okay, da passiert nichts und erst ab 4 Millisievert kriegt man Krebs. Es ist ein bisschen wie mit den Zigaretten. Man kann Krebs, Lungenkrebs kriegen, wenn man auch nur eine Packung Zigaretten raucht. Gleichzeitig kann man 80 Packungen im Monat rauchen oder 5 am Tag meinetwegen und am Schluss keinen Lungenkrebs kriegen. Es ist eine statistische Frage. Aber jede Zigarette, jede Strahlenexposition, jede Toxnoxe kann eine Krebserkrankung auslösen. So. Und das in reellen Zahlen würde bedeuten, wenn wir eine Exposition haben, einer Bevölkerung von 1000 Millisievert oder einem Sievert, dann entwickeln 2 von 10 Menschen zusätzlich Krebs. Also irgendwo zwischen 0,9 und 3,5. Habe ich eine Bevölkerung von 100 Menschen, die 100 Millisievert ausgesetzt werden, entwickeln auch 2 von diesen 100 Krebs. Ja, aber man sieht, niedrigere Dosis, mehr Menschen, gleiche Zahl von Krebserkrankungen. Habe ich 1000 Menschen, die jeweils 10 Millisievert ausgesetzt werden, ebenfalls 2 Menschen, die Krebs entwickeln, von diesen 1000. Dann habe ich 10.000 Menschen, die jeweils nur 1 Millisievert ausgesetzt sind, habe ich ebenfalls 2 zusätzliche Krebserkrankungen. Man kann sich vorstellen, dass in dieser ersten Gruppe 2 von 10 zusätzliche Krebsfälle, das fällt natürlich auf. Ja, wenn normalerweise 2,5, also 3 Menschen Krebs entwickeln und jetzt haben wir 5, dann fällt das natürlich auf. Das macht einen Riesenunterschied. Während 2 zusätzliche Fälle bei 10.000 keinen so großen Unterschied machen. Denn von den 10.000 würden eigentlich 2.500 Krebs entwickeln und jetzt habe ich 2.502. Das fällt statistisch einfach nicht auf. Und das ist der große Unterschied zwischen einer Hochdosisbelastung, beispielsweise von 1 Sievert, und einer Niedrigdosisbelastung. Beide machen einen messbaren Effekt. Aber messbar wird der Effekt bei den niedrigen Dosen erst, wenn man eine gewisse Bevölkerungsgröße erreicht. Ich werde also nicht in der Lage sein, wenn ich 10 Kinder aus Fukushima untersuche, dort einen signifikanten Effekt festzustellen im Vergleich zu 10 Kindern außerhalb von Fukushima. Wenn ich aber 10.000 Kinder untersuche, 200.000, wie das jetzt aktuell der Fall ist, dann habe ich eine Chance, diese niedrigen Inzidenzsteigerungen auch tatsächlich statistisch festzustellen. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Es gibt dieses lineare Verhältnis, aber je mehr man in den Niedrigdosisbereich kommt, umso höher müssen die Zahlen von Patienten sein, die man untersucht, um einen statistischen Effekt zu bestätigen. Und das ist ein bisschen wie mit dem Würfel. Wenn ich den Würfel 6-mal oder 10-mal würfle, dann werde ich nicht die rauskriegen, dass das Risiko, eine 6 zu würfeln, ein 1/6 ist. Ich muss diesen Würfel 1000 oder 10.000 Mal würfeln, damit ich wirklich sehe, ja, in 1/6 der Fälle kommt eine 6 raus. Und das hat was mit diesem Zusammenhang zu tun. So. Und das bedingt auch, dass wir unterschiedlich über individuelles und bevölkerungsbezogenes Risiko reden können. In Szenario 1 werden 100 Menschen einer Strahlendosis von 1 Sievert ausgesetzt. Die Gesamtdosis ist 100 Personensievert. 100 mal 1. 0,18 zusätzliche Fälle pro Personensievert, also 18 zusätzliche Krebsfälle. Das individuelle Risiko, an Krebs zu erkranken, ist 18%. Aber man darf nicht vergessen, da kommen ja die 25% Grundrisiko noch dazu. Das heißt, von diesen 100 Menschen erkranken nicht nur 18 Menschen, sondern es erkranken 18 und 25, die sowieso an Krebs erkrankt werden, auch ohne diese zusätzliche Strahlendosis. Gucken wir uns Szenario 2 an. Dort werden 100.000 Menschen einer Strahlendosis von 1 Millisievert oder 0,01 Sievert ausgesetzt. Auch hier beträgt die Dosis auch wie in 100 Personensievert.
100.000 mal 0,01 ist auch wieder 100. Die Berechnung der Krebsfälle, 0,18 pro Person Sievert, 18 Fälle. Das individuelle Risiko an Krebs zu erkranken ist aber hier 0,018. Weil jetzt sind es ja nicht mehr 100 Menschen, sondern jetzt sind es 100.000. Das heißt, das Risiko für ein Individuum an Krebs zu erkranken ist deutlich niedriger. Weil von 100.000 Menschen erkranken 25.000 an Krebs und jetzt haben wir halt 18 Fälle mehr. Also man sieht schon, man muss mit diesen Zahlen sehr vorsichtig sein. Auch wenn die Gesamtdosis gleich ist, muss man immer fragen, halt, über was für eine Größe an Bevölkerung sprechen wir und über was für eine Strahlendosis und über was für einen Zeitraum. Bisher haben wir immer über Lebenszeitrisiken gesprochen, also das Risiko im Laufe seines Lebens an Krebs zu erkranken. Man kann aber genauso gut sagen, wie ist das Risiko in einem Jahr an Krebs zu erkranken oder in 5 Jahren. Das wird natürlich niedriger sein als das Lebenszeitrisiko. Dazu gibt es auch keine guten Statistiken. BE7 bezieht sich immer auf Lebenszeitrisiko. Ja, also der Fehler, Szenario 1, das individuelle Risiko ist 18%, Szenario 2, das individuelle Risiko ist 0,018%, aber das Grundrisiko zu erkranken ist 25%, deswegen habe ich im Szenario 1 ein individuelles Risiko wegen der zusätzlichen Strahlenbelastung, um Krebs zu erkranken, 18%. Und das individuelle Risiko an Krebs zu erkranken 43, ne, 25 plus 18. Szenario 2 ist das individuelle Risiko an Krebs zu erkranken dann nur 25,018%, nämlich 25% Grundrisiko und 0,018% Risiko durch die zusätzliche Strahlenbelastung. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man das versteht, dass es auf die Strahlendosis ankommt und die Bevölkerungsgröße und man dann ein individuelles Risiko errechnen kann. Anhand dieser Linear No Threshold Modell mit den Zahlen des Bayer-7 Berichts. So, ein Beispiel, was ich nennen möchte, die KICK-Studie. Die KICK-Studie wurde mittlerweile 14 Jahren veröffentlicht und untersuchte das Risiko für Kinder in Deutschland in der Umgebung von Atomkraftwerken an Krebs zu erkranken. An Kinderleukämie, aber eben auch an allen anderen Formen von Kinderkrebs. Im Schnitt gibt es in Deutschland 256 neue Kinderleukämiefälle bei Kindern unter 5 Jahren. Also jedes Jahr erkranken 256 Kinder unter 5 Jahren an Leukämie. Zwischen 1980 und 2003, also im Untersuchungszeitraum, gab es also fast 5.900 Fälle in ganz Deutschland von Kinderleukämie unter 5 Jahren. Im 5-Kilometer-Radius um deutsche Atomkraftwerke, wenn man das bevölkerungsmäßig sieht, hätte man in diesem Zeitraum ungefähr 17 Fälle erwartet. Das ist die Zahl, die man erwarten würde, wenn man sich anguckt, wie viele Menschen dort um diese Atomkraftwerke herum leben, wie viele Kinder. Tatsächlich sind aber 37 Fälle gefunden worden, also 20 Fälle mehr als erwartet. Oder 0,8 Fälle pro Jahr. Wir reden ja hier über einen Zeitraum von 23 Jahren. 20 durch 23 ist 0,8. Das heißt, das Excess Absolute Risk, das zusätzliche absolute Risiko, wären 20 zusätzliche Fälle. Das relative Risiko, 20 durch 17, ne, 20 Fälle, die wir zusätzlich hatten, 17 das Grundrisiko, ist 117%. Ja, das heißt, oder 1,17. Das heißt, es gab mehr Kinder, die zusätzlich erkrankt sind, als Kinder, die in der Grundannahme erkrankt wären. Die absolute Zahl an Kinderleukämiefällen, die war allerdings verhältnismäßig niedrig, denn es gab ja in diesem Zeitraum 5.893 Fälle und 20 Fälle mehr oder 20 davon sind gerade mal 0,34%. Und das ist ganz wichtig, beide Zahlen stimmen, die 117% stimmen und die 0,34% stimmen auch, aber das eine ist das relative Risiko und das andere das absolute Risiko. Und dementsprechend kann man mit dieser Statistik das Ganze kleinreden, sind ja nur 0,34%, oder das Ganze großreden, 117% mehr Kinderleukämiefälle. Was, finde ich, am besten zeigt, wie die ionisierende Strahlung um Atomkraftwerke tatsächlich Auswirkungen hat, ist diese Grafik, die den Abstand in Kilometern vom Atomkraftwerk zeigt und zeigt, dass das Risiko an Krebs zu erkranken, an Kinderleukämie zu erkranken, steigt, je näher ein Kind am Atomkraftwerk dran wohnt. Also ein Kind, was
ein, zwei, drei Kilometer am Atomkraftwerk dran wohnt, hat ein deutlich, deutlich höheres Risiko als ein Kind, was 10 Kilometer, 20, 30, 40 oder 50 Kilometer davon entfernt wohnt. Und natürlich deutlich höher als Kinder, die gar nicht in diesem Radius leben. Und dieses Verhältnis von Nähe zum Atomkraftwerk ist eigentlich für uns eigentlich das Beweisendste, dass die Strahlung eine Rolle spielen muss. Ein weiteres Problem bei Risikokalkulationen ist, gerade wenn man jetzt Kinderleukämien sich anguckt, dass die ICRP, also die Internationale Kommission für Strahlenschutz, sich in ihren Empfehlungen eigentlich immer auf den erwachsenen weißen Mann mit 1,70 Meter Größe, 70 Kilogramm bezieht. Also sie geht davon aus, das ist der Bevölkerungsdurchschnitt und sie beziffert Strahlenrisiko für diese Bevölkerung. Wir wissen allerdings, dass Kinder, dass Immunschwache, dass Menschen mit rheumatischen Erkrankungen, Menschen, die schon Krebserkrankungen hatten, Menschen, die aufgrund einer Erkrankung immunsupprimiert werden, oder Menschen, die ein erhöhtes Krebsrisiko haben, genetisch, Frauen, Schwangere, Säuglinge, das ungeborene Leben, eine deutlich erhöhte Strahlenempfindlichkeit haben, als der 20- bis 30-jährige, 1,70 Meter große, 70 Kilo schwere weiße Mann. Und deswegen ist es so schwer, diesen Reference Man für alle diese Bevölkerungsgruppen heranzuziehen, weil die relativen Risiken für spezielle Bevölkerungsgruppen, vor allem bei Exposition in der Fötalzeit, also im Mutterbauch oder als Kleinkind, deutlich höher sind als die des Bevölkerungsdurchschnitts. Und deswegen fordern wir als IPPNW auch das Referenzembryo zu nehmen, also wirklich das schwachste Glied der Kette, damit man sagen kann, wie hoch das Risiko für eine Bevölkerung tatsächlich ist und nicht eben den dicken Braunbär nimmt als Referenz, sondern den kleinen weißen Bär, den er da auf dem Arm hat, weil darum geht es ja, wir wollen die Schwächsten schützen und nicht nur die Stärksten. Ich hoffe, dass das jetzt eine gute Übersicht war über den Begriff Risiko, Risikokalkulation und auch über die Fallstricke und die Schwierigkeiten in statistischen Studien darüber zu sprechen, wie Gefahren von ionisierender Strahlung dargestellt werden. Das war jetzt natürlich nur eine Einführung. Mir ist klar, nach dieser Vorlesung und nach diesem Vortrag wird man jetzt noch ein bisschen brauchen, um sich da einlesen zu können, vielleicht sich auch selber diesen BR7-Report mal anzugucken. Aber ich denke und hoffe, dass das als Einführung erstmal ganz gut war. Und freue mich jetzt auf Fragen.